herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um den Comedian Bülent Ceylan. Ihr könnt uns erst noch gern abonnieren und die Glocke einschalten, dann verpasst ihr keine coolen Videos mehr. Jesus.de hat vor einigen Tagen einen Beitrag hochgeladen, der uns alle ziemlich überrascht hat. Vielleicht kennt ihr den Comedian Bülent Ceylan. Dieser Comedian hat sich lange Zeit davor gedrückt, öffentlich was Konkretes zu seinem Glauben zu sagen. Doch vor einigen Wochen hat er öffentlich über Jesus gesagt, ich zitiere, er ist wie ein Freund für mich. Für mich war das immer so. Mit dem kann ich reden, wenn irgendwas ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist passiert? Denn vor kurzem heißt es noch, ich gehöre keiner Religion an. Der Comedian wurde von einem muslimischen Vater und einer katholischen Mutter in Mannheim geboren. Nachdem sein Vater in 2017 verstarb, sagte Bülent, ich gehöre keiner Religion an, obwohl ich an Gott glaube und meine Mutter katholisch ist. 2018 sagte er in einem Interview, dass er sich mit dem Leben Jesu beschäftigen würde und dass er sich schon immer fragte, was das Richtige sei und was der Sinn des Lebens ist. Ein bekannter Pfarrer inspirierte ihn mit der Aussage, dass er in Momenten, in denen er völlig beladen ist mit Sorgen, diese an Jesus übergebe. 2019 dann kam der Comedian selbst in eine Situation, wo ihm alles zu viel wurde und er folgte dem Rat des Pfarrers. Er wandte sich an Jesus. Dazu schreibt Ceylan am 17. September 2021 im Tagesspiegel, ich wusste nicht weiter, bin auf die Knie gefallen und habe gedacht, Jesus zeigt mir, was der richtige Weg ist. Und dann habe ich, ja ich weiß wie irre das klingt, eine Art Erscheinung gehabt. Danach habe ich mich taufen lassen. Ceylan geht nicht immer in die Kirche, jedoch sei Jesus und der Glaube für ihn der Wahnsinn. Über Jesus sagt er, dass sich jemand so für die Nächstenliebe aufopfert und auf jeden zugeht, egal wer er ist, finde ich inspirierend. Ich finde die Geschichte auch mega cool, weil ich meine, der hat eine echte Erscheinung von Gott gehabt. Das hat nicht jeder, Leute, ne? Und fast wie bei Paulus. Gott ist einfach treu, wenn wir ihn wirklich suchen. Er antwortet, wenn wir ihn darum bitten. Ganz besonders genial in dieser Sache finde ich, als Comedian hast du so viel Einfluss auf die Menschen. Ich meine, Bülent füllt riesige Hallen voller Leute, zumindest bis vor einem Jahr. Er könnte durch diese Aussagen viele Fans verloren haben, zumal er sich viele türkische Moslems als Zuschauer hat oder hatte. Doch trotzdem steht er auf und will einen Unterschied machen. Ich glaube, viele Menschen trauen sich nicht, diesen Schritt zu gehen, denn sie haben Angst, alles zu verlieren. In Römer 12 steht, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Und kurz zuvor in Römer 8 heißt es, nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und könnt euch gerne mal den Dude angucken, weil ich glaube, der ist schon ein witziger Mensch, ist ja ein Comedian. Könnt uns gerne noch abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann sehen wir euch nächste Woche wieder und bis dahin noch ein schönes restliches Wochenende. Tschüssis!